Grüßt euch! Heute bei den Hausbauanleitungen bauen wir uns mal ein Streifenfundament und zwar so, dass es auch der Anfänger normal nachmachen kann. Ist auch nicht weiter schwierig, braucht man keine Angst zu haben. Man muss es einfach nur tun. Wir haben hier zwei Varianten, so kann ich euch beides einmal zeigen. Nämlich das eine ist das typische verlorene Streifenfundament, quasi in den Erdboden eingelassen. Man nutzt also diese natürliche Ressource als Schalung. Und das zweite ist, wir müssten einmal schalen. Wir haben hier nämlich einen Absatz drin. Und so kann ich euch das zeigen, wie das funktioniert. Wir werden das hier auch um die Ecke legen. Denn bei der Verlorenschalung haben wir hier oben eine Krone drauf aus Holz, damit wir das ordentlich abziehen können, damit das alles eine Höhe ist. Und wie man das alles verbindet, wie man das Ganze auffüllt, das Mischungsverhältnis, wie man den Baustahl reinbringt und auch hier um die Ecke biegt, das will ich euch zeigen. Vor allen Dingen auch, dass man das alles in einer Höhe ganz einfach bekommen kann. Alles anfängerfreundlich, schön stabil und ja, viel Spaß mit dem Video. Wir machen ein Fundament mit 40 cm Tiefe. Man soll zwar eigentlich 80 wegen Frostsicherheit nehmen, aber jetzt mal ehrlich, wir wohnen hier in der wärmsten Region in Deutschland und wenn hier wirklich mal Bodenfrost kommt, dann relativ kurz. Und falls es wirklich in dieses Fundament mal einen Riss reinzieht durch Frost, es ist ein Geräteschuppen. Ja, also muss man wirklich mal die Kirche im Dorf lassen. Die Schnüre sind gespannt, wir können also ausgraben, müssen dabei recht genau sein, denn wir nutzen die Erde als natürliche Schalung und füllen das dann später auf. Gerade mit diesem lehmigen Boden geht es sehr, sehr gut. Es ist ausgegraben und jetzt brauche ich etwas ganz, ganz dringend, nämlich etwas, das mir ganz solide meine Maße mitgibt. Und das wird die äußere Schalung sein. Ich habe mir hier schon die Höhe zurechtgebastelt, hier muss das Ganze hin. Und daher habe ich mir 4 Meter lange Bretter besorgt. Das ist die Strecke, die ich hier brauche. Da brauche ich nicht zu sägen und so weiter. Ich brauche mir das nicht anpassen oder zu verlängern. Das ist halt eine schöne Sache. Und die baue ich mal jetzt zusammen und baue das hier auf. Das Ganze muss natürlich richtig schön gerade werden und zwar auf der gesamten Fläche. Und daher haben wir uns entschieden, wir nehmen einen Laser. Gibt da verschiedene. Richtscheit wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber da sind halt auch Ungenauigkeiten mit dabei, wenn man es nicht richtig macht. Und hier kann ich das Teil aufstellen, habe meinen ganzen Bereich abgedeckt und kann mir danach meine Richtschnur ganz sauber in die richtige Höhe bringen. Wir haben uns hier für so einen Kreuzlinienlaser damals entschieden. Der erschien uns eigentlich ganz praktisch und hat sich wirklich bewährt. Also die sind wirklich genial. Und wer ein bisschen mehr Geld ausgeben will, es gibt auch 360 Grad Laser. Und da könnt ihr dann halt wirklich das auch nah ans Objekt stellen. Bei diesen hier müsst ihr halt ein Stück weggehen, solange bis dieser Kegel, der eigentlich recht großzügig ist, dann halt die ganze Fläche abdeckt. Ich zeige euch das mal. So sieht es dann im Dunkeln aus. Und wir haben jetzt einen Strich zur Verfügung, der wirklich absolut in Waage ist. Und genau danach können wir jetzt unsere Richtschnüre entsprechend ausrichten. Das geht super schnell, einfach und hat quasi keine Fehlerquote. Ich baue mir zuerst mal eine 40 cm hohe Schalungswand. Dazu brauche ich ein paar von diesen Leisten. Das sind 40 x 60 mm und 4 Bretter, die 10 cm breit sind. Das hier schneide ich in der Mitte durch und zwar so schön schräg, damit ich die in die Erde reinbekomme. Das hängt damit zusammen, dass ich so besser die Höhe bestimmen kann. Und später, ich muss ja auch dafür sorgen, dass der Druck mir nicht nach alles nach draußen schiebt, habe ich da quasi eine Barriere. Jetzt bringen wir diese hier auf eine Linie, dass die alle schön an der gleichen Stelle anfangen, da wir ja das hier irgendwo ansetzen und das muss dicht werden. Verschraubt wird alles immer von außen, damit wir die wieder rausnehmen können, wenn wir es brauchen. Wir müssen jetzt sehen, dass die Bretter ordentlich zusammen sind. Dafür setze ich meinen Fuß jetzt hier hinten hin und klopfe mal ordentlich hier gegen. Pack mir hier eine Schraube rein, klemm das nochmal ordentlich zusammen und ziehe das nach drinnen rein. So, jetzt die anderen beiden noch. Wir haben unsere Schalwand hier reingestellt. Meine Frau hat mir da schnell geholfen. Und es geht ja wirklich ganz einfach. Du brauchst es nur reinheben entlang der Linie, wo die Mauer entlang gehen soll. Und dadurch, dass die
Hölzer unten angespitzt sind, geht es auch wahnsinnig einfach. Jetzt müssen wir das Ganze noch fixieren und vor allen Dingen dafür sorgen, dass, wenn wir den Beton hier ran machen, dass die Teile hier nicht rauskippen. Ich habe mir dazu noch mal ein paar von diesen Leisten unten angespitzt und die nehmen wir hier einfach rein. Muss mir schon mal die Wasserwaage hinlegen. Nehmen uns einen Hammer, tun das hier unten ins Erdreich und fixieren das mit ein paar richtig schönen Hammerschlägen. Als nächstes messen wir einfach mit der Wasserwaage, ob das Ganze gerade ist, merken uns hier die Stelle, dann schrauben wir eine Schraube rein. Ich schraube die immer erst kurz an, nehme dann nochmal die Wasserwaage, überprüfe das Ganze. Und schon ist das Ganze fest. Ich habe jetzt hier noch eine zweite Schraube, dass ich das noch ein zweites Mal fixiere. Und dann steht es auch stabil. Und das machen wir mit allen von diesen 6 Hölzern. Offene Stellen wie diese hier werden wir einfach mit unserem Erdreich auffüllen. Bei uns ist das leicht lehmig. Das heißt, wir können ein bisschen Wasser dazugeben und haben dann wie Knetmasse, die wir hier reinfüllen können. Und dann füllen wir das hier schön auf, kneten das zusammen, bis wir die entsprechende Höhe haben. Und dann ist gut. Material haben wir ja vom Ausbuddeln mehr als genügend. Da diese Schalung hier sehr gut ausgemessen ist, können wir das als Anker benutzen und brauchen jetzt nur für die Gegenseite hier oben solche Leisten drauf machen. Schrauben die einfach an und werden hier hinten wieder so eine 4 Meter Latte dran schrauben. Wir müssen natürlich darauf achten, dass hier die Flucht stimmt. Und ich habe mir das jetzt alles schon mal so ein bisschen vorbereitet. Hier ist schon meine Schraube drin. Das Brett liegt so, wie es braucht. Und ich kann das jetzt schon mal hier zusammenfügen. Ist jetzt hier zum Video ein bisschen eng, aber es geht. Ihr werdet mir das verzeihen. Hoffe ich zumindest. Von diesen mache ich jetzt 5-6 Stück hier dran und werde das Brett dann von unten noch stabilisieren. Sollte also ohne weiteres funktionieren. Bei dem ersten kann ich das auch noch, kleiner Trick, ne? Man kann das noch hin und her schieben. Da ich ja hier den Anschluss brauche, scheiß, bin zu fett dafür, kann ich jetzt im Prinzip hier mir die Sachen ausmessen, kann mir das hier dran machen und das Ganze dann nochmal stabilisieren, sodass es sauber läuft. Und genau das solltet ihr eben auch machen. Wir wollen hier im Fundament natürlich einen ordentlichen 90-Grad-Winkel haben. Normalerweise würde man sich das mit einem großen Winkel ausmessen, haben wir aber nicht und ich sehe auch nicht ein, dass ich extra jetzt deswegen noch irgendwie Winkel kaufe. Wir haben uns was Rechtwinkliges gesucht, das sind diese Paletten, sich mal bei uns mitgeliefert worden beim Hausbau. Ansonsten, ihr könnt auch USB-Platten nehmen, irgendwas, was ihr da habt, was etwas größer und rechtwinklig ist. Ich habe mir hier eine Leiste dran geschraubt und nehme das als Verlängerung und sehe jetzt genau, wo ich meinen Anschluss machen muss für die Schwelle, die wir hier noch reingießen. Und das ist eine schöne, einfach saubere Variante, wenn man so eine Schalung machen muss. Ich werde meine seitliche Schalung hier gleich ansetzen. Ich habe mir hier entsprechende Markierungen gemacht. Ich werde das Holz also hier wegschneiden und hier mit den Seitenschalbrettern anschließen. Hier genau dasselbe, allerdings muss ich diese Markierung noch hier hinten drauf bringen, weil das zweite geht halt von hier hinten los und das von hier, sodass ich hier eine ordentliche Ecke habe. Ich habe mir das bei mir ausgemessen, ich brauche eine Höhe von etwa 6,5 cm. Das heißt, ich werde mir eine Latte nehmen von 2 cm und eins von den Latten mit 4 cm, schraube die übereinander und werde die hier quasi anflanschen, das wegschneiden und gut ist es. Anzeichnen. Jetzt mache ich zwei Latten zusammen. Jetzt kommt hier der Anschluss. Damit ich einen ordentlichen 90-Grad-Winkel habe, ja, ist wieder die Palette zum Einsatz gekommen. Geht wunderbar.
nächste Schritt ist, dieses Ganze gerade zu bekommen. Ihr seht es hinten, das ist noch ganz schön schräg und genau das werden wir jetzt ausrichten. Diese Schalung hier hatten wir ja mit Laser ausgemessen, die ist also absolut da, wo sie sein soll. Und wir müssen jetzt da hinten diese Ecke auch entsprechend in Waage bekommen, dass das eine Höhe ist. Und danach können wir da diese Querschalung auch noch machen und die dann quasi in die richtigen Höhen bringen. Kurz fixieren. Das machen wir auf beiden Seiten. So kann das einfach nicht wegrutschen und bleibt stabil da, wo wir es haben wollen. Könnt ihr auch irgendwelchen Rundstahl nehmen. Zuerst befestigen wir da unten eine Leiste, damit wir das Ganze nach oben ziehen können. Ich mache das jetzt mit zwei Schrauben. Die Querstrebe hier nehmen wir erstmal raus. Ihr seht, die Ecke muss definitiv noch ein Stück hoch. Zuerst habe ich hier eine Schraube reingemacht und jetzt kann ich das Ganze nach oben ziehen. Ich habe die Wasserwaage im Blick, justiere mir das ganz genau und schon ist alles in Waage. Wir müssen jetzt noch diese Zwischenräume ausfüllen und das mache ich einfach mit dem lehmigen Boden, den wir hier noch haben. Ich gieße da einfach Wasser drauf, weil der ist jetzt hier schon etwas getrocknet und kann den da nehmen und schmier mir das hier rein. Wahlweise könnt ihr auch was anderes zum Abdichten nehmen, bis hin zum Bauschaum. Der sollte allerdings nicht quellen, sonst drückt es euch das nach oben. Hier, wo früher mein Pfosten war, habe ich ein bisschen größere Stellen, die ausgefüllt werden müssen. Das geht mit dem Sand-Lehm-Gemisch nicht so gut, aber dafür habe ich hier noch diese alten Grasnarben und die kann ich mir entsprechend hier reinlegen und das als Barriere nutzen. Und das mache ich jetzt und baue mir das zusammen. Wir füllen das Ganze jetzt schön nach oben auf. Ihr seht, ich habe ein paar Reststeine mit verarbeitet. Es kommt natürlich der Baustahl mit hinein und dann der Mörtel. Mischungsverhältnis haben wir eigentlich 1:4. Das hängt damit zusammen, dass da quasi im Baumarkt gibt es da Säcke, da ist das alles schon fertig und das ist halt sehr, sehr bequem. Den haben wir genommen. Wenn ihr selber mischt, macht ihr so 1:5, vielleicht auch 1:6. Das spielt nicht ganz so sehr die Rolle. Also eine Schippe Zement, 4, 5 oder 6 Schippen mit Sand. Jetzt kann man sich natürlich noch fragen, wie könnte man das jetzt lösen? Macht man das wirklich aus den Säcken oder nimmt man sich vielleicht so einen Betonmischer und macht das Ganze? Ich fand die Säcke schöner, weil die brauchst du nur in deine Mörtelkübel hineinheben, stichst du unten mit der Kelle auf und holst den Sand raus und gut ist. Währenddessen du bei einem Mischer halt immer erst alles nach oben schippen musst und fand ich jetzt nicht so toll. Also von daher, die Säcke war eine gute Überlegung, würde ich auch so wieder tun. Und dann füllen wir auf. Rein damit. Immer schön ein bisschen verteilen. Ja, dass wir hier keine Luftblasen drin haben. Wir legen hier jetzt noch ordentlich Baustahl rein, lassen das schön überlappen. An den Ecken könnt ihr das vielleicht auch noch knicken. Ich zeige euch mal so einen kleinen Trick, wie ich das hier gelöst habe, weil ansonsten bräuchte man eine Biegevorrichtung und so geht es dann doch etwas schneller. Zum Biegen von dem Baustahl lege ich das jetzt hier zwischen zwei Steine. Damit ist das fixiert. Schiebe mir hier so ein Rohr drüber und brauche dann nur noch quasi mit dem langen Hebel das Ganze zu biegen. Ich muss ein Stück über die 90 Grad gehen, weil das halbwegs flexibel ist. Ja, das muss man noch einen Millimeter. Und jetzt habe ich hier den 90 Grad Winkel und kann das entsprechend einbauen. Bei der zweiten Variante schrauben wir einfach zwei stabile Latten mit ein Stück Abstand nebeneinander. Ich habe die hier noch etwas angeschrägt, damit wir einen ordentlichen 90 Grad Bogen hinbekommen. Dann legen wir unseren Baustahl so ein, wie wir es ausgemessen haben oder wie wir es brauchen. Nehmen wieder unser Rohr zu Hilfe und können jetzt ganz einfach das hier rum biegen. Auch hier müssen wir wieder ein Stück über die 90 Grad drüber gehen. Das geht dann zurück und schon haben wir hier einen sauberen 90 Grad Winkel.
wenn ihr jetzt nicht so eine Konstruktion habt, es geht auch eine Werkbank, wo ihr die beiden draufschraubt oder irgendwas anderes. Hauptsache, ihr kriegt es hier stabil irgendwo festgeschraubt. Wo der Baustahl anschließt, sollte der so 20 cm überlappen. Also das ist hier diese Größe in etwa und halt ein kleines Stück auseinander, sodass hier noch ein bisschen Beton dazwischen laufen kann. Hier oben jetzt als letzte Schicht werde ich ein bisschen eine stärkere Mischung machen. Ich werde also diesen 25 Kilo Sack aus dem Baumarkt noch mit 10 Kilo Zement vermischen und diese Mischung dann nutzen, um hier oben das wirklich glatt zu ziehen. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Bei dem Baustahl noch zu sagen, hier in der Ecke, da haben wir das gebogen, damit wir das wirklich hier aus einem Guss schön haben und das halt wirklich alles ordentlich hält. Beim Auffüllen solltet ihr das auf alle Fälle gut verteilen, dass das wirklich in alle Ecken reingeht und dann etwas verdichten. Ich habe mir dazu einfach ja, so ein Holzteil gebaut, kenne ich von früher noch aus DDR-Zeiten, alten Balken, Querleiste drüber und dann kannst du halt schön überall dein Material verdichten. Reicht für das, was wir hier machen, in jedem Falle aus. Nach 2 Tagen nehmen wir jetzt die Schalung ab, lassen das noch ein bisschen trocknen und dann geht es weiter mit dem Holzaufbau. Also viel Spaß mit den weiteren Videos.